The Astronauts. Unreal Engine. Und hiermit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir The Vanishing of Ethan Carter. Das kann man, glaube ich, erstmal so auf sich wirken lassen. Also das ist ja... Ich muss ja sagen, als ich mir die Preview angeguckt habe, fand ich das ja schon geil. Aber das fertige Spiel, Leute, ist ja noch um einiges geiler. Und eines muss ich gestehen, wir können es nicht in voller Auflösung spielen. Es wäre noch ein Stück geiler, ich kann das Stück kurz zeigen, wir spielen es nur in 1640 zu 1024. Also es ist nicht das Bestmögliche, aber ich glaube, es wird trotzdem geil sein. Ich habe schon mal reingetestet. Ich labere einfach nicht viel und wir beginnen ein neues Spiel. Ja, ich bin durchaus sicher. Dieses Spiel ist eine narrative Erfahrung, das sich nicht an der Hand nimmt. Ethan Carter, I didn't know. But he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail. But soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Also man sieht schon, es ruckelt noch ein kleines bisschen manchmal an manchen Stellen, wie zum Beispiel jetzt gerade. Das war vorhin auch schon so, leider. Ich kapiere jetzt auch, warte mal, muss mal kurz ein bisschen so hier... Also es ruckelt gerade etwas, das tut mir sehr leid. Das kann dran liegen, dass es eben der erste Start ist. Wow. Ja, wenn wir davon getroffen fühlen. Ja, ich glaube, ich erkläre erstmal was zum Spiel. Und zwar ist es ein, ja, ein auf Story basierendes Erforschungsspiel. Jetzt ruckelt es nicht mehr. Und man muss ja sagen, Leute, ohne Scheiß, es sieht einfach richtig Porno aus. Es würde noch geiler aussehen, aber ich glaube, dann ruckelt es einfach ein bisschen zu stark. Das ist einfach so. Und das ist ein Open-World-Game, also ziemlich Open-World. Wir können hier alles frei erforschen und gucken, was es hier alles gibt. Alter! Und zwar haben wir übersinnliche Fähigkeiten sozusagen und können hier Sachen rekonstruieren. Und man sieht schon, das Feld wird immer größer. Aber wir haben noch nicht alles gefunden. Ja, hier sind so natürliche Barrieren. Und für die Steine haben die so ganz viele Fotos gemacht von einem Stein, der so wirklich existiert, wie er hier ist. Und haben ihn dann praktisch dann so oft fotografiert, bis man den dann im Prinzip also als 3D hat. Gott, des Willen, ich erschrecke immer. Alter, das ist schon hart. Das hat man ja in der Preview schon gesehen. Jeder, der die Preview schon gesehen hat, der kennt sich da ein bisschen aus. Ich habe jetzt immer Angst, dass das irgendwo überall eine Falle ist. Ja, man kommt da eben aus diesem Tunnel raus. Als Story-Anfang im Prinzip. Und ja, ich weiß sonst gar nichts darüber. Es ist Open World. Ich weiß schon ein bisschen was zur Optik.
Ich weiß, dass es mega geil aussieht. Gott! Alter, ich erschrick da immer so mega. Fühlen? Ja, eine Falle fehlt noch. Also ein was fehlt noch. Wir müssen anscheinend die ganzen Fallen finden. Oh, und Leute, ohne Scheiß, gebt euch das mal. Das sieht so geil. Warte mal. Ich möchte mal kurz, also jetzt, Entschuldigung, dass ich jetzt euch hier praktisch was reinhaue. Helligkeit. Dass für euch der Hintergrund ein bisschen besser sichtbar ist. Alter Leute, das sieht doch einfach nur geil aus. Boah, ohne Witz, oder? Also das sieht doch echt, boah, richtig, richtig geil. Obwohl wir es nicht auf voller Einstellung zocken. Warte mal, ich glaube, ich lasse es auf 50 einfach. Also Entschuldigung, dass ich jetzt hier noch ein bisschen rumstelle. So, auf 50, also so wie es praktisch schon voreingestellt war. Ich habe ein bisschen was schon an den Einstellungen verändert, aber so ist es dann wirklich natural. Wir können nicht klettern und so, das können wir nicht. Wir können uns ducken. Oh, hier geht's runter. Hier möchte ich nicht runter, hier geht's auch gar nicht runter. In den Wald. Und ich muss ja sagen, das erinnert mich extrem so an so kanadische Wälder oder so. Also auf jeden Fall nicht, also aus Deutschland kommt das nicht, also wird man hier nicht finden. Aha. Hä, wo gehen wir denn hier hin? Kamen wir hierher? Nee, glaube ich nicht. Hier ist ein Weg in eine Senke. Oh Leute, das sieht so geil aus. Ohne Witz, am liebsten möchte ich hier bleiben. Warte, was ist das? Achso, ich dachte, das löst eine Falle aus. Leute, das sieht so geil aus. Ich werde einfach nicht fertig. Ich habe, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich wurde einfach nicht fertig. Oh, so weit sind wir schon. Jetzt sind wir... Oh Leute, guckt euch das mal an. Guckt euch... Warte mal, also das möchte ich jetzt mal kurz festhalten. Wer jetzt noch über die Grafik meckert, ja, der soll sich wirklich verbuddeln gehen. Guckt euch das mal an. Ihr seht hier den Staub durchfegen und die Blätter fliegen. Boah, Leute, ohne Scheiß, das sieht so geil aus. Indian Summer im Naturpark Maine in Amerika. Ich weiß nicht, wer das kennt. Googelt mal Maine, meine. Und dann Naturpark. Das im Indian Summer oder so, das ist der Herbst bei denen, das sieht einfach genauso aus. Hier haben wir den Ast, Alter, ohne Scheiß. Da gehen wir nachher noch hin, aber ich möchte jetzt noch die letzte Falle einfach finden. Oh, Alter, das sieht so geil aus, Alter. Ich könnte hier, ohne Scheiß, das ist so ein Platz, wo ich Urlaub machen würde. Also wirklich, schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr so schreibfreudig seid, vielleicht gerade eure Happy Hour habt, dann schreibt doch einfach mal unten in die Kommentare, welche Orte ihr mal gerne als Urlaubsorte verwenden würdet aus Videospielen. Würde mich sehr interessieren und ich würde definitiv diesen Ort wählen, denn es gibt einfach nichts Schöneres als diesen Ort hier. Also würde ich jetzt mal so behaupten. Es gibt natürlich bestimmt Schöneres, aber wo ist denn die letzte Falle? Ich möchte die doch gerne noch finden. Hatten die... Achso, die hatten wir noch gar nicht. Die, doch, hä? Die hatten wir doch noch gar nicht. Das ist ein ganz kleines Stück, das uns noch fehlt. Wo könnte es sein? Also auf dieser Seite hatten wir, glaube ich, alles abgesucht. Dann muss es ja hier sein, irgendwo. Gehen wir mal hoch. Vielleicht will uns das Spiel einfach nur ein bisschen verwirren. Ich möchte hier gleich... Da ist er doch. Alter Schwede, da kann man sich schon ordentlich... Wer stellt denn hier Fallen im Wald auf, frage ich mich. Und hier liegen überall Totenköpfe und plötzlich sieht es hier gar nicht mehr so geil aus. Hier sind überall Totenköpfe. Ah.
Gerippe und alles Mögliche lesen. Text, Space, Saft. Tag für Tag kam ein alter Mann in den Wald, um Saft von den Bäumen zu trinken. Um dorthin zu gelangen, musste der alte Mann an vielen gefährlichen Fallen vorbei. Die Dorfbewohner glaubten, dieser alte Mann würde ein Jade-Amulett im Wald verstecken, was es auch immer ist. Doch der alte Mann wollte, dass die Dorfbewohner das glauben. Denn so würden sie im Wald nach seinem Schatz suchen und nicht seinen Saft trinken. In einer kühlen Herbstnacht legte jemand ein Feuer im Wald, das sich bis zum Dorf ausbreitete. Der alte Mann entkam dem Feuer, indem er sich mit Saft bedeckte. Als er zum Dorf zurückkehrte, fand er nur noch die Knochen der Dorfbewohner. Der alte Mann setzte sich hin und weinte. Dann fand er noch mehr Saft. I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. Ethan, Ethan, Ethan. Das ist doch jetzt anders. Ah, hier ist der Saft, also der Saft von den Bäumen. Ich weiß nicht, was damit genau gemeint ist. Aber es ist ein Story-lastig... Ah, hier können wir wieder was lesen. Nein, ich möchte das lesen. So, Text. Ein Toter bei Hausbrand von Jeff Jurmu. Bayfield County. Mittwochmorgen wurde ein historisches Haus im Red Creek Valley durch ein Feuer beschädigt. So die Feuerwehr von Bayfield County. Eine sechsköpfige Familie schlief, als der Brand in dem abgelegenen Haus in der 46 Old Ocean Road in Creek Valley ausbrach, das früher Albert Vandegrift gehörte. Gail Carter, 58, wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Die übrigen Familienmitglieder konnten entkommen. Carters Ehemann Edwin, 62, erzählte den Ermittlern, er sei womöglich mit einer angezündeten Zigarre in seiner Hand eingeschlafen. Feuerwehrleute wurden um 1.22 Uhr zum Unfallort geschickt und verblieben dort bis Mittwoch um etwa 5 Uhr morgens. 4 Stunden später kehrten sie zu den Anwesen zurück, um Glutnester zu löschen, die wieder entfachten. Beim Entstehungsbrand half die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Asland. Der Rettungsdienst von Massonville war am Unfallort in Bereitschaft. Also ihr seht schon, nicht ganz einfache Texte. Ich gebe mein Bestes. Jetzt weiß ich nur nicht, was es jetzt zu tun gilt. Also sollen wir jetzt wieder zurücklatschen oder... Also ich weiß, so viel wie ich weiß, könnten wir jetzt hier erstmal erkunden. Und ich würde einfach in dieser ersten Folge einfach nochmal so ein bisschen diese Optik einfach mitnehmen, ja. Also seid mir da nicht böse. Ich würde einfach nochmal gerne... Warum ist hier diese Musik... Ich würde einfach noch mal gerne das Spiel ein bisschen mitnehmen auch. Denn wir machen ja hier kein Walkthrough oder Playthrough, sondern wir spielen das ja alles Stück für Stück. Ach, da können wir gar nicht hin. Okay. Und ich möchte das einfach so mitnehmen. Wir müssen wohl zur Brücke. Ich möchte gar nicht rennen, um ehrlich zu sein. Das ist wie im Urlaub so. Hier so entlang, also jetzt nicht wegen der kaputten Brücke oder wegen den ganzen Fallen. Das ist natürlich nicht wie im Urlaub, aber... Jetzt rein von der Optik her gesehen. Ja, das war das Game, das ich in der Demo, wo ich die Demo gespielt hatte, von, wie hieß denn das Game, von Craven Manor, habe ich das angekündigt, dass da ein Game rauskommt. Und das war, Alter, oh, Leute, die Effekte einfach, diese Blätter und das ganze Zeug, was hier rumfliegt, das ist einfach so geil. Ohne Witz. Ohne Witz, also wenn ihr die Möglichkeit habt, das Internet dazu, guckt es euch wirklich in Full HD an. Dieses Video, ja, dann seid ihr echt gut bedient, Leute. Ohne Witz, das ist ein Grafikporno. Ohne Scheiß, das ist ab 18. Das ist einfach nicht jugendfrei, so geil ist das. Alter. Die Seite ist irgendwie so freundlich und so fröhlich und die Seite ist irgendwie so dunkel und grau.
It seemed like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Oh, Leute, ich könnte jetzt erstmal eine halbe Stunde hier stehen. Oh, ich würde es sehr gerne machen. Ich würde jetzt hier sehr gerne eine halbe Stunde erstmal stehen und mir das angucken. Weil es halt einfach so mega geil aussieht. Alter, oh, das ist halt so geil. Und man kann das wirklich, also ich habe ja mir den Gameplay-Trailer, den kommentierten Gameplay-Trailer, den die Entwickler eben hochgeladen hatten. Alter Schwede. Hatte ich mir angeguckt. Und man sagte, man könnte alles erforschen, ja, also auch die andere Seite. Also man könnte bis dahinter gehen und da sieht man schon eine Brücke in der Ferne. Und da vorne steht eine Lok. Und da das ist einfach geil gemacht mit dem ganzen Zeug, das hier rumfliegt. Ich werde jetzt einfach mal nicht so viel zu dem Spiel sagen einfach, weil das werden wir einfach später noch im Spielverlauf immer mal machen. Also ich werde jetzt hier einfach mal nicht so viel drauf eingehen, was ist jetzt mit der Story, aber Alter, auf die Grafik, ich könnte da echt nur ein wie ich ohne Scheiß, ich würde jetzt gern so ein Bild machen. Wie weit geht's denn dahinter? So ein Bild machen von der Ansicht hier und mir das dann in Posterformat an die Wand hängen zu Hause. Ohne Scheiß würde ich sehr gerne machen. Das ist so geil. Eine Lok. An ihr klebt Blut. Untersuchen. Blut, Tier, Mensch. Unfall, Mord. Kurbelwelle. Frische Kratzer, kürzlich benutzt. Kurbel. Ah, die Kurbel ist also hier. Ah, okay. Die Kurbel ist also da unten am Ufer wahrscheinlich. Betreten. Hallo, ich möchte gerne betreten. Oh, das sieht so geil aus alles, Leute. Ohne Scheiß. Vor, zurück. Ich glaube, wir müssen erstmal ankurbeln. Und gehen jetzt erstmal wieder raus aus der guten Lok. Ja, also das muss man ja schon mal den Entwicklern lassen. Man hat hier was Geiles programmiert. Ohne Witz. Und wir erkunden jetzt einfach mal diese Seite vom Spiel. Einfach mal, um's gesehen zu haben. Damit wir später vielleicht sagen können, okay, hier war das. Also hier geht's gar nicht weiter. Also natürlich muss man hier immer mal ein bisschen Barrieren einbauen, ist ja ganz logisch. Man kann jetzt nicht alles frei begehbar machen. Das würde einfach nicht dazu, also würde einfach dazu führen, dass man das einfach nicht auf die Reihe kriegt, dieses Spiel dann durchzuspielen. Da geht es offenbar nicht drunter. Leute, das ist einfach geil gemacht. Oh, jetzt hat es geruckelt. Untersuchen. Gekappte Verbindung. Aufgeschnurrt. Gebunden. Kein Blut. Seil. Okay. Was ist denn das? Alter, was ist denn das jetzt? Das sind Beine. Das sind Beine. Oh weh. Rest der Leiche, Blutspur, Opfer, weggezerrt, weggekrochen, abgetrennte Beine. Oh, das sind richtig eklig zermatscht worden. Hier führt uns da, ist noch mehr, sehe ich, aber da gehen wir erstmal nicht hin. Wir gehen, Alter, hier ist die Blutspur. Oh,
der arme Kerl, ey. Oh, der hat auf den Kopf gekriegt auch noch. Alter. Blut von Beinen? Blut von? Von was? Gebrochener Schädel? Todesursache. Blutverlust. Kopftrauma. Berühren? Ah, also es fehlt uns noch ein bisschen was, damit wir das... Ah, das ist also so aufgebaut... Alter, das ist geil. So aufgebaut, dass man immer erst Sachen finden muss, um dann so Illusionen zu bekommen. Warte mal, wir gehen noch mal nach da oben. Hören wir da was? Achso, da war was. Untersuchen. Benzin, Diesel, ach hier. Fallen gelassen, unvorsichtig, in Eile, absichtlich. Kanister. Was ist denn das? Ah, hier ist das Grasgrau. Ausgetrocknetes Gras. Keine Sonne. Rechteckig. Lok von der Brücke. Lok. Ja, jetzt kapiere ich's. Wir müssen die Lok hierher fahren, wo dieser trockene Abteil ist. Wir gucken erst mal weiter nach da hinten. Alter, das sieht so geil aus. Alter, ohne Scherz. Was steht hier? Do not enter. Untersuchen. Stein. Rasenloch. Frischer Schmutz. Stein. Okay, also da irgend so ein Baumstumpf da hinten muss es einen Stein geben. Das ist natürlich schön, dass man hier Steine suchen darf. Nur wo hier muss das. Ah, da ist er gleich. Nehmen. Jetzt muss ich den doch bestimmt in dieses Loch zurücktun, ob er passt. Also Entschuldigung, dass ich jetzt hier gerade nicht sprinte oder schnell laufe, aber ich möchte das einfach, das sieht einfach so geil aus, Leute, das ist einfach traumhaft. Fixieren. Stein. Okay. Was gibt es hier? Jetzt ruckelt es gerade wieder ein bisschen. Boah, Alter, das sieht einfach nur so geil aus, Leute. Ohne Scheiß. Das ist einfach, ich glaube, wenn ich hier wirklich wäre, wenn es diese Location wirklich gibt, dann wirklich schreibt es mal in die Kommentare, bitte. Ich möchte das wissen. Und möchte da mal hin. Alter, das sieht so geil aus. Alles frei erkundbare Sachen. Da ist irgendwas. Achso, das sind Blätter. Okay. Da geht's nicht hoch. Also Entschuldigung, ne, dass ich jetzt gerade wieder ein bisschen verliebt durch die Gegend laufe, aber es ist einfach geil. Es macht einfach Spaß. Oh, hier ist es gerade ein bisschen finster. Na komm. So, oh. Boah, Leute, das sieht geil aus. Holla, holla. Oh, Leute.